Marco! Marco, dein Cut ist die Pest! Ich bin drüber! Versuch's zu reparieren! Aber wieso hast du eine Maske auf? Wir sind Wissenschaftler! Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen und keine Pestdoktoren! Ach so! Ja, okay! Habe ich schon was vorbereitet! Lass uns Wissenschaft machen! Okay! Let's do this. Wir müssen dein Cutting Experience verbessern. Das geht überhaupt nicht. Die Videos sehen so räudig aus, mein Freund. Wie die Pest. Wie die Pest. Aber dafür sind wir heute hier. Denn ich habe den Marco eingeladen, dass wir seinen Schnittpizza ein kleines bisschen upgraden. Und ich habe sogar noch eine Überraschung für dich. Überraschung? Ja. Ich sag nur Unradiana, Vorsicht. Es wird heute heiß, es wird sexy. Und wir bauen nicht nur einen Computer um. Wir bauen aus einem alten Dreckscomputer einen halbwegs vernünftigen, bisschen Dreckscomputer und einen Unraid-Server! Unraid! Rein ins Video! Marco, du hast deinen Computer mitgebracht. Den haben wir jetzt gerade nicht hier stehen, weil es wäre blöd, wenn wir beide jetzt hier stehen, dass man den dann nicht sehen kann. Aber was ganz wichtig ist, das ist übrigens Marco. Marco kann jetzt als Cutter selber einen Pfeil auf sich selbst machen, dass er der Marco ist. Und der Marco, der schneidet mit mir zusammen diese Videos. Das Ding dabei ist nur, er hat einen super langsamen Rechner. Und da drin waren 7700K, zwar schon 32 GB RAM, völlig in Ordnung, und NVMe und so, aber eine 1070 Ti. Eine 1070 Ti ziemlich langsam auf einem langsamen PC. Deshalb habe ich gesagt, pass auf, ich habe nicht nur Community-PC-Sachen für euch da draußen, dass ihr also quasi einen Community-PC kriegen könntet, wenn ihr mitmacht bei den Community-PC-Gewinnspielen. Kommt übrigens demnächst noch eins. Nein! Sondern ich habe auch noch andere Teile und ich opfere meinen Backup-Server dafür, dass der Marco einen Schnitt-PC bekommt. Denn er hat auch kein Geld. Das Einzige, was er noch nachkaufen muss, ist eine Grafikkarte. Denn wir bauen ein neue Technologie. Und in dieser neuen Technologie sage ich gleich mal an, was gebaut wird. Und dann holen wir uns die Weltherrschaft, Pinky. Die Weltherrschaft zuerst. Na gut. Was kriegt er? Er kriegt ein 10.700K. Mit gutem Overclocking. 5,1 GHz ist auf jeden Fall drin. Dauerhaft. Was er noch kriegt, ist ein neues Mainboard. Ja? Ja. Erzähl weiter. Ach, du hast gerade so angeschaut. Ich weiß gar nicht, was geht. Er kriegt ein ProArt 10G. Das heißt, er hat ein Asus-Board mit Armor-Crate und den AI-Utilities und so weiter. Plus eine 10 GB Ethernet-Karte. Dass er auch richtig schön schnell auf seinen neuen, jetzt schon angeteaserten Android-Server ziehen kann. Krass. Ich habe ihn zum Unradianer gemacht. Ob er es wollte oder nicht. Und was er dazu noch bekommt, ist ein neues Netzteil. Denn dieses Video wird gesponsert von niemanden, aber ich zeige euch das Netzteil, weil wir haben es bekommen, dass wir den PC bauen können. Dieses Video wird nicht gesponsert von das da. Was ist das? Das ist Hydro GT Pro. Hydro GT Pro ist ein 1000 Watt Netzteil. Was heißt 1000 Watt? 3.0 ATX. Heißt, er hat auch den 12-Pin-Konnektor, der zwar so in Verruf geraten ist, aber hoffentlich bald besser wird, für neue Grafikkarten, denn die konnte ich ihm noch nicht austauschen. Er hat immer noch drin die 1070 Ti und eine 1650 von mir geliehen, dass er zwei Grafikkarten hat, dass er ein bisschen schneller arbeiten kann. Power! Aber 1000 Watt modulares Netzteil mit geilen Kabos. Was heißt geile Kabos? Ich habe diesen Deal hier angenommen, um das Teil zu scheren, denn das ist jetzt keins der Main-Marken, aber wir haben einfach Effizienz. 90% Effizienz ist geil, Power. Gut geratet, hat starke Single-Ray-Performance, hat 17 Millisekunden auf 80% Load. Das ist halt massiv. Plus die Kabos halten aus 450 Volt bis 105 Grad. Das heißt, selbst wenn das Ding mal richtig krass ausgefahren werden wollen würde, dann würde das aushalten. Und wir haben Energy Saving und Stromsparmodi. Das heißt, das ist gut, die Spannung ist gut geglättet und es ist kein No-Name XY-Teil. Deswegen gebe ich dir gleich mal mit, das ist jetzt deine neue Verpackung für dein neues Netzteil. Wer die Graphen sehen will, die kann er gerne nochmal abfüllen. Ist PC Express 5.0 ready? So. Damit holt man sich schon mal die Weltherrschaft mit dem starken Netzteil. Das Gehäuse haben wir beibehalten, aber ich habe ihm noch ein bisschen was geschenkt. Na, hat er nicht nur ein ProArt Mainboard, so Standard? Nee, wir haben auch eine geile Corsair i100 I/O-Kühlung. Denn so ein Prozessor will betrieben werden, kannst du IQ steuern oder mit Fan-Control, mit Plugins kannst du steuern, wie du willst. Und das Ding ist recht leicht zu konfigurieren. Ausnahmsweise werden wir die Lüfter oben drauf montieren, denn sein uraltes Retro-Gehäuse hat halt überhaupt gar keine Möglichkeit, Radiatoren oben zu mounten. Nur 140er und größer Lüfter. Keine Chance. Heißt, es wird gemoddet auf The Geek Freak Style. Die Lüfter kommen außen in dem Pull-Design. Und dann wird es gemacht. So,
Jetzt hat der Marco aber nicht gewusst, dass ich eine Überraschung für ihn habe. Und zwar die alten Komponenten, die er drin hatte. Der 7700, der eignet sich perfekt für einen Android-Server. Also haben wir einen Android-Server gebaut. Okay. Ja, und den haben wir hier. Das Case ist natürlich Work in Progress. Aber steht im Keller und es ist offen und ich habe es ihm jetzt geliehen für den Transport. Aber was so geil dran ist, er hatte schon den Darkrock und der Darkrock ist strong. Der Darkrock ist sogar noch besser im Verbund, wenn du das Ding im Keller montierst, weil es bleibt kühl für Luftkühlung. Und nicht nur kühl, er hat jetzt auch eine SFP plus 10 Gigabit Karte. Das heißt, er kann jetzt zack, zack, Daten richtig schnell zwischen beiden Systemen transferieren. Festplatten hat er auch noch von mir bekommen. Die haben jetzt hier keinen Mount, aber die kann er einbauen. Oder ein anderes Gehäuse packen. Und eine super starke, eine 295 GTX, also so eine richtig schön alte Karte. Aber die ist gut. Die hat so um die 500 Megabyte VRAM, reicht für Unraid komplett. RAM habe ich ihm auch noch gegeben, er hat Aegis-RAM-Riegel drin. Die 3000 MHz sind völlig in Ordnung. Und damit hat der Marco jetzt einen Unraid-Server, der rudimentär und sehr schön ist. Wie wir es konfigurieren, werden wir noch sehen. Aber der Sinn dieses Videos ist ja, euch zu erklären, warum so ein Projekt wichtig sein kann. Denn wenn ihr Anforderungen habt und kauft einen neuen PC, kann man die alten Komponenten immer gut für einen Home-Server verwenden. Und Mr. Marco hat noch nicht mal eine Netzwerkfestplatte. Er hat auch kein NAS, er hat gar nichts stehen. Und das ist schwer, wenn man so Gigabyte, Terabyte-Folgen von uns schneiden muss. Das könnte auch ein bisschen anstrengend sein auf die Zeit für so einen super schwachen Rechner. Deswegen dachte ich mir, es ist ganz wichtig, dass wir Easy-File-Transfer haben. Und jetzt können sich beide Anwälte synchronisieren und lieb haben und unser Geek-Freaks-Net erweitern. Es hört sich sehr weird an. Naja, das Geek-Freaks-Net mit dem PC, der klüger ist als wir. Skynet wird die Kontrolle über die Weltherrschaft von uns nehmen. Wollt ihr auch Teil werden des Geek-Freaks-Net? Wer mehr Bock drauf hat und sich mehr von den Sachen reinziehen will und die Upgrades sehen will und sehen will, wie wir unser Geek-Freaks-Net erweitern, der sollte aufpassen, denn in den nächsten Android für Anfänger-Teilen wird es bestimmt noch einige Fragen eines Laien geben und natürlich von euch da draußen, um so ein kleines Netzwerk aufzuziehen. Und das wird Teil der Android für Anfänger-Reihe. Pinky, was ist eigentlich dein Plan mit dem Schnitt-PC jetzt? Was machst du damit? Was machen wir mit dem Schnitt-PC? Ja, ich habe gehört, die Weltherrschaft an uns reißen, indem wir unsere Videos mit einem geheimen Virus verbreiten. Du meinst einen, den die Leute einfach direkt in ihr Brain runterladen? Ja, genau. Haben wir jetzt endlich die A-Capacity? So ein kleiner Pestvirus ist es und der macht dann ein riesiges Netz draus und wir werden damit die kompletten Gehirne aller Menschen ansteuern. Raus aus diesem Video, rein ins nächste Video. Und falls ihr Bock habt, dann wartet nicht lange, denn es gibt bestimmt noch viel mehr Videos mit Marco. Ich habe ihn jetzt verpflichtet, er hat sich eingeschrieben, unserem AI-Geek-Freak-Overlord zu dienen. Vielleicht ja auch, huldigt ihn.